Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Prey mit Paxis. Genau, ich muss nur kurz orientieren, wo wir jetzt sind. Was ist das? Jenseits der Sterne, die inoffizielle Geschichte von Transtar. Die Entdeckung der sogenannten Rayesfeld-Theorie stellte sich als reichhaltige Quelle für eine Reihe von wissenschaftlichen Glanzleistungen heraus, die Transtar weniger als ein Jahr später ablieferte. Nehmen wir zum Beispiel die jetzt allgegenwärtige Operator-Einheiten, die in hohem Maß von der örtlich begrenzten Levitation profitieren, die aus den Ausführungen der Theorie zur Gravitation abgeleitet wurde. Von der Materie schluckenden Feldintegration im Inneren der Recycler bis zur künstlichen Gravitation, die dafür sorgt, dass die Stiefel sicheren Halt auf dem italienischen Marmor der Talos 1 Lobby finden, ist der immense Einfluss von Dr. Rays Theorie tatsächlich unbestreitbar. Aha, also haben sie da ein bisschen mit der Gravitation gearbeitet. Alles klar, jetzt macht das auch alles ein bisschen mehr Sinn. Halt. Okay, es tropft einfach so von der Decke. Interessant. Asteroidenfragment. Wie nervig das ist, ey. Ich kann doch nicht jedes Mal bei jedem verdammten Objekt drüber nachdenken, ist das jetzt ein Mimik oder nicht? Nein, springt ihr in eine, man verliert immer Energie. Aber egal, wir haben ja genügend zu essen. Der Weltraumaufzug, das hat man schon 300 Mal gelesen. Neuromod, schon wieder zwei, sehr geil. Stufe 3. Ah, wollen wir das? Wir gucken erstmal den Raum komplett durch und sollte ich nicht den Code rausfinden, dann würde ich mir sogar, ich glaube, den nächsten Hacker-Modus gönnen. Ich meine, in so einem Tresor muss einfach nur geiler Scheiß drin sein, das ist klar. Hat er eigentlich keinen PC oder sowas? Ach doch, hier. Ach du Scheiße, ach du Scheiße! Ach, das war überhaupt nicht der Plan. Das hat gar nichts gebracht. Nichts in der Nähe. Oh, fuck. Ich wollte einfach das Zeug nehmen und habe gedacht, ich wechsle damit zur Rohrzange zurück. Oh, so ein Dreck. Schön verschwendet. Naja, egal. Damit muss ich leben. Wieder mein schöner Fail. Ein neuer Reployer. Dr. Thorstein, ich möchte mich persönlich bei Ihnen für den neuen Reployer bedanken. Ich weiß, dass auch andere dafür auf der Warteliste stehen. Daher war ich heute Morgen sehr angenehm überrascht, einen neuen in meinem Büro vorzufinden. Ich bin Ihnen wirklich sehr dankbar und es tut mir leid, dass ich Sie noch weiter belästigen muss. Es wäre nämlich großartig, wenn Sie einen Ihrer Techniker an Bären vorbeischicken könnten, damit mir jemand erklärt, was das Gerät eigentlich kann. Okay. Teil angefordert. Es geht mal wieder um eine Morgenanfrage. Morgen war heute im Maschinenlabor und stand einfach nur da, als wäre nicht klar, wohin er gehen sollte. Als ich meine Hilfe anbot, bat Morgen mich um weitere Operator-Teile. Ich fragte, ob die letzten, die wir geschickt hatten, nicht ausreichend waren. Dann kam ein verständnisloser Blick. Nichts für ungut, aber Morgen hat genug Material angefordert, um jeden Operator auf der Station fünfmal zu reparieren. Außerdem haben wir noch weitere Operator-Einheiten, die gewartet werden müssen. Okay, also ich sehe jetzt hier 23. Februar 2035. Naja, das wird kein Hinweis sein, oder? Hier vielleicht? Complete? Nö. Ja, also, wenn ich das nicht finde, dann... Und ich hätte auch keinen Bock, hier groß zu suchen, deswegen... Ja, machen wir das mal. Was soll's? Scheiß drauf. Ich brauche das jetzt, mach das. Hacker. Oh, das kostet alle Neuromods, aber egal. Ich glaube, gegen diese Stromdinger dürfen wir nicht unbedingt rankommen. Das ist natürlich eine relativ matschige Steuerung. Also das sieht jetzt wahrscheinlich ein bisschen tollpatschig teilweise aus, aber die Steuerung ist ja halt nicht wie normal. Ach, war trotzdem einfach. Ah, zwei Recycle-Ladungen. Sehr gut. Bedeutet nämlich, dass wir dann doch wieder das mal testen können, sobald ein Phantom oder was in der Nähe ist. Aber jetzt gehen wir erstmal weiter. Oh, kann dieses Zwischenziel mal weggemacht werden? Das geht mir komplett auf den Sack.
Moment, auf Karte abgeschlossen, anzeigen, deaktivieren. So. Sehr gut. Das hat nämlich einfach nur mega genervt. Dr. Kelvins Werkstatt. Noch irgendwas? Oh, ein Phantom. Aber Moment, diesmal haben wir auf jeden Fall Explosions. Genau. Komm mal mit. Wo ist es denn? Hat leider nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Hier kommt ein Großteil der Stationstech. Laborausrüstung, Spezialteile, Prototyp. Wir müssten Ihr Looking Glass Terminal in Dr. Calvinos Werkstatt reparieren können. Fuck! Wir haben einiges an Energie verloren. Haben wir noch gerade so überlebt. Und wir haben jetzt aber auch ein paar Medikits, von daher. Nehmen wir zwei Medikits und eine Nascherei. Ein bisschen ärgerlich, nicht ganz optimal gelaufen. Ich glaube auch, das Explosions. Der Explosion, die wir da ausgelöst haben, die hat gar nicht so richtig ihn getroffen, weil wir nicht nah genug dran waren, aber naja, Pech gehabt. Dann die Mimics noch, optimal. Die Laborschränken ist, wollte ich gerade sagen, nie was drin, aber da war doch was drin. Augen offen halten. Thaddeus, bitte behalten Sie Franklin im Auge. Er verbringt viel zu viel Zeit mit persönlichen Projekten und Freizeitaktivitäten. Wir sind hier natürlich alles nur Menschen, aber ich mache mir Sorgen, dass er versuchen könnte, mit dem Antriebssystem in unbefugte Bereiche vorzudringen. Haben Sie den verloren? Gas aus dem Frachtraum hier. Ich habe in meiner Schicht etwas Seltsames in einem der rausgehenden Container entdeckt. Ich glaube, es ist ein Fabrikatorplan für ein Geschütz. Er lag in einem Haufen alter Kondensatorzellen. Kondensatorzellen, die zur Phyteas-Einrichtung verschifft werden. War vielleicht ein Versehen, keine Ahnung. Einer der Sicherheitsmitarbeiter hat ihn in einen Tresor auf den Sicherheitsstationen der Lebenserhaltung gesperrt. Sagen Sie dort Bescheid, wenn Sie ihn wiederhaben wollen. Sie übernehmen. Direktor Thorsteins Büro. Okay. Herr Deus, Dr. Calvino fühlt sich nicht gut genug, um unsere Besuchern die neueste Looking Glass Technologie zu präsentieren. Daher musste ich das Labor für längere Zeit verlassen. In meiner Abwesenheit sollte alles weiter wie gehabt funktionieren, aber für den Fall der Fälle schicke ich Ihnen den Code für mein Büro. Er lautet 3653. Neue Codes sind immer gut, da müssen wir nicht hacken, wobei jetzt haben wir mit Stufe 3 Hacking wahrscheinlich erstmal die nächsten 4 Minuten ausgesäugt, weil nicht genug Platz. Ach stimmt, wir haben ja noch eine Rohrzange, wir müssen die mal recyceln gehen, ne? Ah, da müssten wir jetzt ultra weit zurückgehen, um zum Recycler zu kommen, wieder in das andere Gebiet. Da lass ich die einfach liegen, scheiß drauf. Titus Krumpel. Ich glaube, so wichtig ist so eine Rot. Wobei, was steht das da drinnen, was die Materialertrag? Ein Eisen. Ist halt schon nicht schlecht, ne? Ein ganzes Eisen. Ist halt ziemlich viel, wenn man sich überlegt, was die anderen so rausrücken. Wenn man sie kaputt macht, aber nimmt auch zwei Plätze weg. Wir können höchstens mal gucken, haben wir, wie viel Energie haben wir? 87, haben wir irgendwas? Also wir könnten das jetzt essen. Ne, Quatsch, das ist ja gar nicht zum Essen, ich bin auch dumm. Wir haben das zum Essen. War's das schon? Ah ne, dann haben wir noch Kaffee. Ja, wir haben hier einmal Duckbier. Da könnten wir jetzt trinken, wobei der stellt nur eine Gesundheit und heilt vor. Ich habe ja keine Angst. Ne, ich glaube, so richtig sinnvoll. Es sei denn halt, wir sagen, wir werfen so eine Blume weg und irgendwas anderes, was nur richtig einen Schrott gibt, wie zum Beispiel den Lüfter hier. Weil ich glaube, es macht schon mehr Sinn, dann jetzt dafür diese Zange mitzunehmen. Wo war die jetzt? Oh, jetzt muss ich erst wieder sortieren. Ach, oder ich Trottel könnte ja auch einfach mal. Ach nee, da haben wir nicht mehr genügend Neuromods, ne?
Ja, wir haben gar keine mehr. Ja, also hätte ich gesagt, Inventar erweitern, aber das geht ja jetzt gerade nicht. Ohne Neuromods. Big Bang Bonbon. Ja, dann können wir die halt leider nicht mitnehmen. Ah, das kotzt mich gerade schon ein bisschen an. Fuck! Oh, und ich habe so viel Schrott schon wieder. Müsste eigentlich einfach nur zurückgehen. Es lohnt sich nicht wegen den paar Sachen. Also es ist halt, man hat einfach diesen verdammten Loot-Wahnsinn. Man will einfach nichts zurücklassen. Das ist zum Kotzen. Nicht genug Platz, ja. Ich lasse jetzt einfach alles hier, was ich nicht mitnehmen kann. Scheiß drauf. Waffen-Upgrade. Okay, Waffen-Upgrade müssen wir natürlich mitnehmen. Zumal wir das einfach, glaube ich, fallen lassen können. Dann nehmen wir jetzt das Waffen-Upgrade. Upgraden damit eine Waffe. Schrotflinte. Also würde ich halt leider, was heißt leider, würde ich halt schon gerne weiterhin upgraden. Weil wir die einfach am meisten verwenden. Wieso geht das nicht? Wirklich, Waffenschmied 1. Ah. Rückstoß, Munitionskapazität. Ich würde halt gerne erstmal da rein boosten, ne? Mal gucken. Ich meine, die Pistole werden wir ja auch verwenden. Ist ja nicht so, dass wir die Pistole nicht verwenden. Feuerkraft. Von 8 auf 9. Ja, komm. Why not? Bringt mir das irgendwas, wenn ich... Wenn ich die Sachen hier runterhole? Technik-Operator zerstört. Ah, doch, es bringt mir was. Sehr gut. Kühlschrank? Ja. Zufall-Dimsum. Oh, das ganze leckere Essen will ich nicht hier lassen. Das geht mir am Sack. Ich ärgere mich so sehr, aber es lohnt sich halt nicht, das jetzt. Gesund gezaubert mit Blumenkohl. Der für Vielseitigkeit und feines Aroma bekannte Blumenkohl kann als Ersatz in vielen traditionellen Rezepten verwendet werden, um den Nährwert zu erhöhen und auf Geschmack verzichten zu müssen. Kartoffelpüree, Pizzaboten, Reisbällchen und vieles mehr. Wenn Sie die gesundheitlichen Vorteile dieser duftenden Delikatesse jedoch noch weiter steigern möchten, sollten Sie sie unbedingt dünsten. Mit der Sorte in Lila schließlich peppen Sie Ihr Gericht auch rein optisch auf. Ja. Nicht. Können wir alles wieder nicht mitnehmen. Fuck mal, wir sind in der Küche und können nichts mitnehmen. Wenigstens den Apfel. Ich zähle jetzt nur die Neuromods, um mir ein größeres Inventar zu besorgen. Naja, was soll's. Eigentlich, ich weiß nicht, ob ich die Clue-Kanone wirklich großartig brauche. Die könnte man vielleicht sogar drüber nachdenken, ob man die dann irgendwo liegen lässt, aber. Einprägen und Technik-Operator eingeben. Passend für Gruppenterminals Makro 11. Sie haben gewonnen! Wer auch immer dem lieben Mr. Gluey McGlueface Arme spendiert hat, also die erste Schicht, ich verbeuge mich vor Ihnen. Zuerst dachte ich, dass den Aal in der Speakhut nicht stoppen könnte, aber da habe ich mich geirrt. An ihre großartige Idee mit den Händen aus Baseballhandschuhen kommt einfach nichts heran. Mit freundlichen Grüßen, die unwürdige zweite Schicht. Brauchen Sie Vorräte? Hallo, hier noch einmal zur Erinnerung. Falls Sie Vorräte aus der Werkstatt brauchen, der Code des Lagerschranks lautet 4100. Geben Sie mir bitte Bescheid, wenn Sie etwas herausnehmen. Bleibt. Clue-Testergebnisse. Exemplarhaft. Kraftprobe. Okay. Okay. Hallo, mein Name ist Mr. Cluey McClueface. Wir machen ihn mal kaputt, würde ich sagen. Eissülze.
Sunburst-Banane. Okay. Was soll man reparieren? Das hier? Ne, das hier, ah. Hacken. Hacker 2, Reparatur 2 brauchen wir dafür, okay. Hätten wir uns quasi eine kleine Hilfe basteln können, aber dafür brauchen wir Reparatur 2. Ich habe momentan leider gar nichts mehr an Neuromods. Ersatzteile. Diese Seite des Labors wurde durchbrochen. Vakuum, Schwerelosigkeit. Über eine externe Luftschleuse in der Werkstatt können Sie ihn erreichen. Sie müssen zuerst Ihren Anzug mit einem Antriebssystem verbessern. Zero-G Antriebssystem. Okay. Ich glaube, als erstes müssen wir erstmal in die Werkstatt, oder? Wieso ist denn die jetzt heruntergefallen, die Pistole? Ich hab doch gar nichts damit gemacht. Geil. Oh, da unten ist ein Phantom, egal. Transcribe, ein persönliches Mobilgerät als Datenassistent und für Kommunikationswege, das alle. Transmitarbeiter, bla bla bla. Hallo? Hey, hier ist Langley. Sind Sie. Ist da drüben alles in Ordnung? Ja, wieso fragen Sie? Ich will nicht, dass Panik ausbricht. Was ist denn los, Langley? Ich bin mir nicht sicher. Überall sind Sicherheitsleute. Bei Ihnen arbeiten also noch alle? Nehme ich an, ja, ich weiß es nicht. Ich war den ganzen Tag im Labor. Warten Sie, ich gehe mal nachsehen. Ich... Was war das? Oh mein Gott. Ich glaube, wir haben gerade zwei Labore verloren. Was? Ich muss weg. Wo kam der denn her? Ich hab's gar nicht gemerkt, dass der uns verfolgt. Ey, wie krass ist das denn? Egal. Mal wieder ein Grund, was zu essen. Krass. Wir haben auch so viel Essen und wir finden auch gerade so viel Essen. Eigentlich wäre es schlau, wenn ich erstmal mich über Essen heile, wenn wir nicht gerade im Kampf sind. Okay, das Essen hält nicht lange an, wie es aussieht. Hängt vielleicht auch von der Nahrung ab, das weiß ich nicht. Bin mir gerade unsicher. Wo jetzt sich hier der Mimik hin ist. Scheint nicht da. Fuck, hat's den etwa nicht erwischt? Die Explosion war doch genau hier. Scheiße, nicht genug Platz, nicht genug Platz. Warum gibt's denn welche? Bitte räumen Sie die Öffnung frei. Hä? Wieso gibt's denn Mimics, die immer wegrennen? Und warum gibt's denn Mimics, die einen angreifen? Verstehe ich irgendwie nicht. Ach, da sieht man ja... Wie viel Munition man noch hat. Ja, die große 4 und die 18. Oh mein Gott. Darauf hatte ich gar nicht geachtet. Werkstatt. Ach, jetzt bin ich ja drin in der Werkstatt, oder? Geil. Geheimeingang. Jetzt können wir ja bestimmt mit unserer Pistole hier ein paar Dinger kaputt schießen.
Fuck, die kommen ja zu uns geflogen. Dreh mal nicht durch. Scheiße. Alter, das dauert ja lang. Können aber mal wieder unseren Anzug reparieren, sehe ich gerade. Oh, ich drücke immer die falschen Tasten. Jetzt muss ja irgendwo die Leiche davon liegen. Ich will den looten. Und der ist auch runtergefallen, oder was? Oder sind die einfach komplett... Na, wobei, da bleibt immer irgendwas übrig. Normalerweise. Ist noch irgendwas? Nee. Dann müssen wir mal runter. Ah, ich würde sagen, bevor wir das machen... Moment mal, komme ich irgendwie von hier darüber? Weil das sieht ja fast so aus, wenn man da von unten nicht rankommen würde. Ich da jetzt hier lang gehe. Ach so, ich könnte natürlich die Glue-Kanone verwenden, um da rüber zu gehen. In irgendeiner Form. Oh, scheiße, oder ich falle halt einfach runter. Fuck. Komm ich jetzt hier wieder hoch? Ja. Ich überlege halt gerade, wie es am... Oder Moment mal, wenn ich hier drauf gehe. Oh, scheiße. Aber ich hab's doch schon mal geschafft auf so eine... Man kann echt überall draufklettern. Das ist so geil. Geil. War doch ganz einfach. Schon wieder. Was? Neuromod? Wir haben keinen Platz für eine Neuromod. Wo ist der Typ denn hin? Ich glaube, wir haben welche erwischt. Fuck, das war ja kein zufriedenstellender Kampf. Zum Glück haben wir von diesen Anzugsreparatursets echt viele. Gut, aber jetzt erstmal liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Pax, bis zum nächsten Mal. Tschüss.